Servus und herzlich willkommen. Wir sind immer noch hier auf Feindfahrt beim U-Boot. Rohr 1 geladen. Jetzt fahrt er weg. Ich wollte den doch abknallen. Komm wieder zurück. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Ja, ja. Den hier, oder? Torpedo, aus Torpedokurs berechnen. Kreisen da, wo sie untergehen, weißt? Statt da, wo es herkommen könnte. Wo? Oh. Aber egal. Erwischt ist erwischt. Bestimmt, erwischt ist erwischt. Hin nach braucht keiner mehr danach. Oh, langsam fahrt. Ihr muss bloß im Sichtfeld bleiben, das ist alles. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Aber die vermuten mich ganz woanders, das ist schon mal gut. Die haben wahrscheinlich auch Elefantenbier getrunken, oder? Oh, jetzt hat. Torpedo, ausrichten! Der will was von mir, das ist schnell schon wieder so ein Schnellboot. Schnellboote sind blöd. Mag ich nicht. Ja, weil die schneller sind wie du. Nee, weil die mich finden. Oh, die kommen alle genau zu mir, oder was? Aber du hast doch Deutsch, Körper. Ja, warte mal. Rohr 1, bewässern! Rohr 1, bewässert! Kannst du den Hagen auch rausschmeißen? Das ist so ein Deutschkörper. Ja, ja, das stimmt. Er geht natürlich wieder pennen. Warte mal kurz Pause. Wen kann ich denn noch hier hinschicken? Ihn hier. Na, der ist am Lauschding. Ah. Also, du spielst nicht gern in der Ego-Perspektive, nee, gell? Nee, gar nicht. Das ist nicht einfacher. Weiß ich nicht. Mir gefällt das so ganz gut. Weil das schaut immer so aus wie am grünen Kartentisch, weißt du? Ja, das ist auch so. Torpedokurs, Torpedo ausrichten. Aber so sieht man ja von der Realität gar nichts. Doch, hier, schau. 10 Sekunden bis einschlagen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und? Oh, wieso denn? Nee, der geht doch nicht daneben, der verfolgt ihn doch noch. Los, knall ihn weg, über mir ist er. Wasserbomben. Wie Wasserbomben? Wasserbomben. Ach, das gibt's doch nicht. Schadensbericht. Ach, komm. Alarm! Wassereinbruch! Herr Kaloy, die Dieselmotoren sind ausgefallen. Da. Rohr 2, bewässern. Rohr 4, bewässern. Egal, da gehe ich auf Rohr Elektro. Bin eh auf Elektro. Rohr 2, ich kann halt die Maschine Stopp machen, Rohr damit 4, da keine Schraubengeräusche aus. Bin ich wieder unter Wasser, oder? Deswegen kann ich nicht schießen. Ja, ja. Hat sich schon wieder erledigt. Erledigt. Schaden repariert. Oh, das sind aber lustige Torpedos, die da so umkreiseln. Das Schiff wurde getroffen. Ich habe aber eins getroffen. Schwere Schäden am Rumpf. Erledigt. Erledigt. Schaden repariert. Wasserbomben. Wasserbomben. Ich muss auftauchen. Also die Gefahr, dass die zwei Schiffe, wenn die da so rumkreiseln, See, sich selber treffen, ist größer als wie von deinem Torpedo. Und jetzt machst du es ein Blatt mit dem Maschinengewehr. Ja, ich komme nicht mehr, ich komme nicht mehr hoch, glaube ich. Schon wieder nicht. Was machst du da unten? Krabbenzellen oder was? Das ist wieder Wassereinbruch ohne Ende. Oh nee. Ah, Mensch. Lenzpumpe an. Ja, jetzt versenke ich keine mehr. Jetzt mache ich den Auftrag. Was soll's. Wenn die Torpedos so scheiße. Also, ich war so überzeugt von denen, ich kaufe mir jetzt wieder T3. Also, wenn du so viel Wasser im Boot drin hast, ne? Ja. Brauchst gute Schwämme zum Aufsaugen, das sage ich dir. Ja, ja, Turboschwämme. Ah, ich verstehe ich nicht. Ich schwör das. Letztens habe ich das gemacht und dann haben die, ich habe echt die halbe Ding Flotte habe ich, aber da war auf offener See. Und es waren keine Schnellboote. Genau, das waren Frachter. Nee, das waren Kreuzer, Korvetten und Zerstörer. Das war doch war das nicht beim letzten Mal, wo ich dabei war? Nee. War ich wieder mal nicht dabei.
Schau mal, aber den schnappe ich mir, den einen, den einen. Und dann. Den einen schnappe ich mir und dann suchen die die hier rum. Und du haust ab. Genau. Biker Hund. Es dauert wieder alles viel zu lange. Rohr 1 bewässern. Rohr 1 bewässern. Was macht denn der Marcel eigentlich? Mal gucken. Noch da? Der Marcel ist noch da. Los! User left your channel. User left your channel. Sehr schön aufgegangen. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Ja, aber erwische ich. Der Aal ging daneben, Herr Kaloy. Mist. User joined your channel. Ach, der redet nicht mit mir heute. Nicht? Der ist wahrscheinlich gar nicht an seinem Platz. Er hat Musik laufen und hört nicht, reagiert nicht. Also ist er wahrscheinlich gerade unterwegs. Oh, die kreiseln da rum, diese scheiß Schnellboote. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Ja, ich sehe es doch selbst. Was haben denn die für Geschütze drauf? Kleine, ne? Ah, das sind so Torpedoboote. Ah ja, das ist nicht gut. Weil ich hätte gedacht, sonst könntest du ja vielleicht mal auftauchen, schnell eins wegballern. Also nur Schnellboote sind hier, hä? Ach, was ist denn da los? Wie soll ich denn da reinkommen? Ja, fahr doch einfach nein. Da kommt der große Zerstörer oder was das ist. Ja. Den schießt ab. Leg dich von der Nei in die Bucht da oben. Ja, ja, ich muss erstmal hier durch. Wie willst du denn da durchkommen? Schieß den einen weg und hau ab. Ich schieß den hier weg. Den Zerstörer kannst du leicht treffen. Ja. Irgendeiner ist gekommen gerade. Ja, ja, der Marcel. Bocello. Torpedokurs berechnen. Ich schieß mal den Zerstörer weg. Ich hab grad bei dir geguckt, Torpedo, Marcel. Da hast du aber nicht gehört. Da habe ich nur irgendwie so Gequietsche in deinem Ding gehört. Hast Musik laufen gehabt oder sowas? Du bist aber heute halt sehr gesprächig, Marcel. Musst du erstmal Bier runterschlucken, Mensch. Das ist doch, das ist ja doch immer so gesprächig, ey. Hast ja zweimal gesagt. Nicht Diesel, nicht Diesel, oh Gott. Aber Marcel, sind wir mal ehrlich, wenn du auch so viel reden tätst wie der Hopfi, also dann hätten wir wahrscheinlich alle drei Kopfschmerzen. Aber den habe ich jetzt B, 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 B. Na du, auf alle Fälle. Ich ja. Und du, der das anhören müsstest. Genau. Aber ich kann auch zu jeder Zeit gehen. Hahaha. Kann ja jeder. Rohr 2, fertig. Wo geht es der Torpedo wieder hin? Also, diese Torpedos. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Jetzt geht er auf B. Ich wollte auf A schießen. Das gibt's doch nicht, diese T5. Aber der trifft nicht. Der Aal ging daneben, Herr Kaloy. Jetzt geht er zum anderen Boot. Ich. Was ist denn mit den Torpedos? Ja, suche ich mir dann doch den hier aus. Und? Aber verstehen tue ich das jetzt halt nicht ganz, ne? Okay, den haben wir. Schwere Schäden am Rumpf. Los! Er hat nochmal Schwung geholt, bestimmt. Ja, ja, der hat nochmal so, wie, weißt du, wie bei den Planeten, wenn sie mit den Satelliten so mit dem Planeten nochmal Schwung holen. Das war das andere Schiff. Aber normalerweise, eigentlich, wenn ich je stärker die Schraubengeräusche sind, umso eher zieht es den Torpedo dorthin, wo die lautesten Schraubengeräusche sind. Ja, und der war größer, und vielleicht ist er deswegen dahin, ne? Da fährt er nicht erst zweimal um B rum, um dann A zu treffen. Also das na, also so ganz kann ich das Spiel nicht nachverfolgen. Der Torpedo ist ganz ehrlich, oh, nein. Wo
Wo fährt der jetzt hin? Der Aal ging daneben, Herr Kaloy. Ach du meine Güte. Egal, der ist versenkt. Ja, der muss doch eigentlich auf Schraubengeräusche reagieren. Ist doch egal, wo sie den eigentlich hinschießt. Ja, ja. Warte mal, da kommt der Nächste. Naja, so ganz kapiere ich das fein nicht. Ich auch nicht. Also letztens auf offener See, die habe ich weggebombt mit der T-5. Die sind zwar auch nicht zu dem hin, wo er hin soll, aber die haben wenigstens was getroffen. Ich weiß. Also ein paar hundert Meter rechts oder links vom Schiff hinschießen ist scheißegal normalerweise. Der zieht sich dann automatisch auf die Schraubengeräusche hin. Das verstehe ich nicht. Also dieses Mauspad, das ist so ein Greffel. Rohr 1 bewässert. Aber ich schätze mal, die sind noch nicht ausgereift, die Torpedos. Muss man mal forschen. Jetzt. Los! Welche und noch? Dann verstehe ich auch nicht, wieso kreiseln die um das Schiff rum? Der geht normalerweise gerade einen Kurs auf das Schiff dann, ja, jetzt wenn er die Geräusche erfasst hat. Jetzt kreiselt er wieder rum. Das verstehe ich nicht so. Nee, das verstehe ich jetzt auch nicht. Jetzt kommt Wasserbomben, obwohl der Torpedo an ihm vorbeirauscht. Also das ist schon ein bisschen merkwürdig, würde ich sagen. Alter, wieso bin ich jetzt am Boden, wenn du nicht mal Wassereinbruch? Ja, okay. Da ist ja noch Wasser drin. Der Torpedo schwirrt immer noch rum. Schau dir das an. Der trifft ihn einfach nicht. Schaden repariert. Ja, wenn der so umeinander rumkreiselt. Der muss einen Fahrfehler machen, dann klappt's. Also wenn der mich nicht sieht, dann glaube ich's aber. Schau mal, da oben schaut sogar noch das Ding raus. Ja, das war's wieder komplett, hey. Oh, die bloße Speicher. Also dir steht aber das Wasser immer ganz schön bis zum Hals, muss ich schon sagen. Ich versuche jetzt mal so rein. Ja, das ist auch ein blöder Auftrag da, dass ich da rein muss und was mit dem Periskop muss ich 5 Flakstellungen abfacken. Hä? Ja, probier mal bei Nacht. Auf Seerohrtiefe. Ich muss einfach warten, bis die weg sind. Weil du kannst hier auch nicht abtauchen, dass die dich nicht sehen. Hast du gesehen, wie weit ich mich rausschaue noch? Ja. Ist ja nicht tief dort das Wasser. Nee. Oder kannst du nicht irgendwie ein Ablenkungsmanöver fahren? Irgendeinen an Tanker oder irgendwas abschießen, wo die dann alle dahin fahren und du schleichst dich dann da in den Hafen rein? Oder irgendwie so? Ja, ich bin gerade dabei. Ich versuch's mal anders. Ich versuche mich jetzt hier und dann, wenn die da weg sind, irgendwie reinzumogeln. Aber ich kann ja nicht mal tauchen, das ist ja das. Hier ist ja so flach. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Ey, 1000 Schiffsschrauben, du Depp. Das ist schon dumm. Warte mal, hier der ist so müde. Du kriegst mal ein bisschen Kaffee. Schau mal, wie knapp es da unten ist. Siehst du das? Ja, ja. Wieder eine müde. Schau mal, da ist ja null Platz. Siehst du das da unten? Ja. Also für Periskoptiefe soll es eigentlich langen. Ja, da reicht's ja, aber tiefer geht nicht mehr. Recht viel. Dickes Ei. Ja. Dickes Ei. Warte mal, der muss schon hier einen Kaffee so füllen. Ei, Herr Kaloy. Sonst. Ich krieg gleich 3. Kaloy, er hier auch ein. Herr Kaloy? Kaloin, der pfeift hier auch noch einen Kaffee rein, nicht, dass sich einfach verpisst dann. Noch einer müde hier. Der Funker ist. Wo ist jetzt der, wo am Schnorchel, der am Rohrding war? Am Schnorchel. Bestätigt. Immer am Pennen, der Kerl hier. So. Schauen wir mal, ob wir uns da reinmogeln können. Also ich lass keinen an meinen Schnorchel, das sag ich dir, du. Keinen, ich auch. Schiffsschrauben, Herr Kaloy.
Schiffsschrauben, Herr Galoy. Auf Gefechtsstation, dann gehen sie pennen, weißt du, das ist das Beste. Ja, die wollen alle mit der Sache nichts zu tun haben. Den hier, und jetzt muss ich da rein. Ich darf nicht funken. Schauen wir mal. Okay. Ich funk mal. Das ist zwar wahrscheinlich ein Fehler, funken. Ach, da ist ja noch einer. Der ist drin. Pass auf, ich muss das bestimmt hier, ah ja. Der Hafen ist hier. Feindlicher Zerstörer auf 1 Uhr. Ja, ja. Feindlicher Zerstörer auf. Wenn ich dann hier bin, mache ich Maschinenstopp und schau mal durchs Periskop, ob ich da irgendwelche Flakstellungen sehe. Du wirst wahrscheinlich noch weiter reinfahren müssen, hä? Könnte ich mir vorstellen. Aber ich sehe erstmal gar nichts. Ist mal hochfahren, das Ding. Am besten bis auf den Strand hochfahren. Ja. Das muss doch rechts vor mir sein. Ich weiß nicht, wo schaut der gerade hin? Geht es auch ein bisschen schneller? Ah ja, wo ist jetzt der Hafen? Wo ist denn der Hafen? Bin ich schon vorbei? Ah, links vor mir, da steht ja der Pfeil. Oh mein. Gesundheit. Hi. Es kommt davon, ja, ja. Zu festgezogen. Alter, ich drehe mir einen Wurm. Ich sehe da nichts. Ach so, geht schneller, okay. Ich bin doch schon einmal im Kreis, oder? Na, so schnell dreht das ja nicht. Jetzt mache ich noch schneller hier. Ich bin locker schon einmal im Kreis. Da. Nee. Bin ich jetzt blöd oder was? Was ist denn das für ein Mist? Alter. Land. Land. Jetzt, bis der gleich kommt, da habe ich. Hey, in eine andere Richtung wäre ich schneller gewesen, ne? So. Wo sind die Flakstellungen? Wie klicke ich die dann an? Ich sehe da nichts. Sind die Flaggstelle heißen Schiffchen? Ich sehe keine Flaggstellung. Noch ein Schiffchen? Hast du eine Flaggstellung gesehen? Muss ich die irgendwie anklicken und... Hoppala. Kannst du noch weiter hochgucken? Ja. Aber die sollen ja im Hafen sein. Also wenn du auftauchst und die dich sehen, dann schießen sie bestimmt auf dich. Dann weißt du, wo sie sind. Zurück. Da ist da irgendwas aufgeleuchtet denn. Wo? Leuchtet was?
oben, was steht denn da? Einrasten. Ach, da oben. E. Ach, sieh das wieder mal nicht. E. Nee, das ist bloß, wenn ich ein Schiff anwähle. Ach so. Aber da muss doch irgendwo eine Flaggstellung sein. Und was ist der grüne Punkt? Das ist doch der Hafen sein. Ach so. Wandschmann. Da ist doch eine, oder? Ja. Und wie kriege ich die jetzt? Wie kriege ich die jetzt gedingst? Gedingst? Was muss ich drücken, um dass ich das, der das, das sieht? Enter? Auch mit E vielleicht? Habe ich schon probiert. Screenshot. Warte mal. Ah, ich habe schon zwei gesehen. Schau mal. Da oben zeigt es zwei an. Ja, hast du sie auch wirklich fotografiert jetzt? Ich muss ja nicht fotografieren. Ach so, du musst kein Bild machen. Ich habe gedacht, du müsstest da ein Bild machen und es dann an die Admiralität schicken. Da ist doch noch eine, oder? Ist das eine? Nee, ist ein Schiff. Da sind drei. Kannst du noch weiter? Weiter rechts, über der, unter der Fahne? Ja, ja, das ist ein Schiff, das habe ich schon gesehen. Ja. Kannst du weiter ran zoomen? Weiter rechts. Rechts. Weiter ran zoomen, nee. Den haben wir gefunden. Den haben wir gefunden. Dann wird da drüben noch irgendwo einer sein. Hier so. Yam, 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 yam. Gib ihn doch nicht. Da ist noch eine, ich hab sie. Hier. Drei. Okay, wo haben wir dann die anderen übersehen? Hinterm Schiff vielleicht muss man die dann erst rausschießen. Was ist das? Drei haben wir schon. Aber wenn die jetzt dann genau hinter so einem Kampfschiff ist, dann sehe ich die natürlich brauchst nicht. Du brauchst vier Stück oder was? Fünf. Fünf? Mhm. Das ist ein 32er Bildschirm und hock so davor. Ja, furchtbar, gell? Ja. Okay, die da, die haben wir schon. Na? Wut, 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 wut. Ist bestimmt hinter dem scheiß Zerstörer da. Was ist da oben? Kann ja auch da hinten irgendwie auf dem Hügel sein, da oben. Nein, nein, die müssen schon im Hafen sein. Da ist noch ein Schiff. Hinterm Pier. Was für ein Bier gibt's? Hinterm Pier. Ach, ein Pier. Ein Bier. Ey, da tun mir ja die Augen weh. Mir auch, schon langsam. Nächstes Schiff. Alter. Das ist doch eine, oder? Ja. Vier. Noch ein Schiff. Und ein Bier. Jetzt fehlt noch eine. Wo ist die? Also die hätte ich jetzt nicht gesehen, du. Naja gut, ich habe ja so ein. Ich hab's ja nicht auf Vollmonitorgröße gestellt. Okay, habe ich jetzt alle oder nicht? Einer fehlt noch. Oh Gott. 100 Pro hinter ihm hier. Lass mal sehen. Vielleicht auf der anderen Seite? Ja. Ein Kilometer bis Pech. Mhm. Oh, es ist ein Scheißauftrag. Hast schon mal ganz links angefangen? Ich bin schon komplett einmal rum, ums Eck. Und beim Leuchtturm ist auch nichts, oder? Doch, da habe ich den auch gefunden. Warte mal, wie kann man das jetzt sehen vorhin?
schau mal so. Dann kann ich ungefähr sehen. Ah, sieht man nicht. Nicht, dass die irgendwo hier hinterhalb dann sind, weißt du, schon hier so. Dass du die dann gar nicht siehst. Okay, so sieht man die nicht. Nee, so kann man nichts erkennen. Dann hier vor. Da ist eine. Die habe ich glaube ich nicht, oder? Da ist eine. Voll einfach, da können wir erstmal so schauen. Da ist zwei. Okay, auf dem Pier müssen zwei sein. Na gut. Sind schon mal drei Stück gewesen jetzt am Pier. Da ist die eine, die haben wir schon. Auf dem großen Pier waren zwei. Das da. Hier oben waren zwei. Ist das das Ding da? Da war doch eine da hinten in der Ecke. So. Und eine war hier oben. Aufklicken. Wo du stehst, gerade so ungünstig, dass du es nicht sehen kannst. Das kann sein. Hier ist doch, das ist doch. Da oben muss ja irgendwas gewesen sein an der Ecke. Das war nicht weit weg von dem Kran oder was das da ist. Ja, da war was. Ich weiß. Ich kann ja schlecht auftauchen, damit ich mehr sehe. Hier waren die, gell, auf dem Ding. Zwei Stück. Ja, mindestens zwei waren es. Da musst du wahrscheinlich irgendwie ein bisschen weiter woanders hinfahren. Bestätigt. Und zwar ein bisschen weiter nach links. Warte. Oder von der Seite, gell, von der anderen Seite schon. Nee, da wirst du sie nicht sehen. Dass die in die Richtung schießen, weißt du, dass die hier stehen. Die stehen ja hier in Richtung Hafeneinfahrt. Also heißt es, du musst von dem Leuchtturm ein bisschen weiter hoch nach Nordosten hochwärts fahren, damit du einen anderen Blick haben kriegst. Sie mich entdeckt, oder? Bei Alarm. Kann ich denn die Rohr 1 bewässern? Rohr 2 bewässern! Rohr 1 bewässert! Los! Könnte ich mal am Arsch lecken. Das ist anderes Schiff. Rohr 3, bewässern! Rohr 4, bewässern! Rohr 3, bewässert! Rohr 4, fertig! Los! Rohr 5, bewässern! Feindliches Schiff wurde getroffen. Rohr 5 bewässert. Los! Huch. Feindliches Schiff wurde getroffen. Wo war der? Laden nach. Aber schnell näher. Welches habe ich denn bitte getroffen? Ja. Fehlschuss. Was, Fehlschuss? Kann doch gar nicht sein. Fehlschuss. Feindliches Schiff wurde getroffen. Feuer an Deck. Feindliches Schiff wurde getroffen. Feindliches Schiff wurde getroffen. Schwere Schäden am Rumpf. Rohr 1 geladen. Sehr wohl, Herr Kalos.
Höhlenbruch, sie sinken! Höhlenbruch, sie sinken! Rohr 1, wird los! 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Ich baller einfach. 30 Sekunden. Wärst du? Ich fahr, ja, ich baller einfach. Ich baller alles weg, was kommt. Scheißegal, Vorgewehr. 20 Sekunden. Legen Sie den Kurs an. Sehr wohl, Herr Kaloy. 10 Sekunden bis Einschlag. Alarm! Wassereinbruch! Erledigt, Schaden repariert. Scheiße. Alarm! Wassereinbruch! Scheiße. Los, nachladen! Diese Koordinaten setzen. Ich knall die alle noch weg. Legen Sie den Kurs an. Schneller, schneller! Den Auftrag mache ich nicht weiter, der ist mir zu blöde. Ohne Schwann. Erledigt. Schaden repariert. Alarm! Wassereinbruch! Was macht er? Schadensbericht! Herr Kaloy, die Dieselmotoren sind ausgefallen. Egal, auf Elektro umschalten. Alarm! Erledigt. Wassereinbruch! Schaden repariert. Alarm! Wassereinbruch! Ich mag nicht mehr. Das ist mir hier zu blöd, ey. Mach doch weiter. Ja, aber nicht hier drinnen, ey. Ach was. Bin ich schon wieder unter Wasser, erledigt. Oder? Schaden repariert. Ich guck doch so langsam gehen. Alarm! Weil die Leute haben doch die ganze Zeit nasse Füße. Die schießen mit Kanonen und treffen mich hier. Ja, die können natürlich auch ins Wasser schießen. Ach, scheiß Auftrag, leck mich. Das seht ihr in der nächsten Folge, wenn wir nicht mehr versagen. Ciao. Sei Mist, ehrlich.